Hi, lieber Steinbock, ich bin Emanuel von Zenstern, deiner astrologischer Lebensberater in Berlin und das ist die allgemeine Monatsprognose für Januar 2021. Zwischen 1. und 5. Januar hast du Merkur Konjunktion Pluto in deinem Zeichen. Am Monatsanfang scheinst du sehr beschäftigt mit einer Person oder Angelegenheit zu sein. Wahrscheinlich bist du von einer Idee besessen und dies lässt dir keine Ruhe. Es ist wichtig, manche Ängste und Fixierungen zu überwinden und sich für neue Möglichkeiten zu öffnen. Diese Aussage betrifft auch die Bereiche der Arbeit und des Lernens. Am 6. des Monats tritt Mars in das Sternzeichen Stier. Bis 3. März dürftest du dich stark mit einem persönlichen Projekt beschäftigen, das eine große Geldinvestition bedarf. Du solltest dich für eine Sache direkt und persönlich einsetzen, damit dir diese die gewünschten Ergebnisse liefert. Themen wie Kinder, Enkelkinder, Finanzierung und Bildung können in den Vordergrund bis März 2021 stehen. Am 8. Januar tritt Merkur in Wassermann ein. Das heißt, bis 15. März könntest du eine wichtige Entscheidung treffen oder eine Handlung vornehmen, die neue Entwicklungen in den Bereichen des Einkommens und des Geldes hervorruft. Es empfiehlt sich, keine finanziellen Risiken durch großen Geldausgaben oder finanzielle Vereinbarungen einzugehen. Am 9. Januar hast du einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Mars. Es handelt sich hier um eine Quadratur. Konflikt mit Familienangehörigen oder in Verbindung mit dem Thema Geld kann bis 15. Januar entstehen. Man sollte keine anstrengende körperliche Tätigkeit nachgehen. Danach, zwischen 10. und 11. Januar, haben wir eine große Merkur-, Saturn- und Jupiter-Konjunktion in Wassermann. Mit der richtigen Vorbereitung, mein lieber Steinbock, wirst du dir viel Stress und Ärger sparen können. Man sollte am besten sachlich und methodisch im Alltag vorgehen. Am 12. hast du Merkur Quadrat Uranus. Es ist wichtig, dass du dich jeden Schritt bis zu einem Ziel selbst erarbeitest und finanzierst. Am 13. hast du Mars Quadrat Saturn. Wenn es sich eine Sache verzögert, sollte man froh sein, dass das der Fall ist. Man braucht Zeit, damit man für mehr Sicherheit und Verlässlichkeit sorgen kann. Und dementsprechend wäre eine Verzögerung nicht schlecht. Probleme in Verbindung mit Wohnung, Mutter und Familie können bis Anfang Februar mit dieser Konstellation auftreten. Am 13. haben wir einen Neumond in deinem Zeichen, mein lieber Steinbock. Du befindest dich in einem Prozess der großen Umwandlung, auch wenn dieser Prozess dir Angst macht, wirst du am Ende einen persönlichen Wunsch erfolgreich verwirklichen können. Am 14. hast du Venus Trigon Uranus. Bei einer schwierigen Situation dürftest du Hilfe und Unterstützung von einem Menschen bekommen. Auch am 14. haben wir Uranus direkt laufend in Stier. Das heißt, bis August 2021 kann man finanzielle Verluste erleben. Es empfiehlt sich, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Im geschäftlichen Bereich sollte man ein neues Konzept entwerfen und entwickeln. Zwischen 15. und 17. des Monats haben wir Jupiter Quadrat Uranus. Möglicherweise wirst du große Schritte gehen, die dir dabei helfen, einem Ziel näher zu kommen. Schwierigkeiten mit Chef oder Vater können je nach individuellem Horoskop entstehen. Zwischen 18. und 20. Januar bilden Mars und Uranus eine
schöne Konjunktion im Stier. Du wirst eine Initiative ergreifen, die dich von einer einschränkenden Situation befreien wird. Elternteile und Großeltern werden mit ihren Kindern oder Enkelkindern neue Unternehmungen machen oder Neues von denen hören. Zwischen 21. und 24. des Monats haben wir Sonne-Konjunktion Saturn in Wassermann. An diesen Tagen herrscht eine dunkle Stimmung. Du solltest mehr Freude in deinem Leben haben. Nimm dir die Dinge nicht so ernsthaft, sodass du diese Zeit überstehen kannst. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonne Quadrat Uranus. Im Bereich der zwischenmenschlichen Interaktion kann eine Situation in Gang gebracht werden, die sehr wichtig ist. Am 28. haben wir einen Vollmond in Löwe. Überwältigende Emotionen können durch diesen Mond hochgebracht werden. Du solltest dich von etwas oder jemandem befreien, damit du dich besser entfalten kannst, mein lieber Steinbock. Am 29. hast du eine Konjunktion zwischen Sonne und Jupiter in Wassermann. Eine neue Perspektive im Hinblick auf deine persönlichen Herausforderungen und anstehenden Entscheidungen ist notwendig. Am 30. hast du Merkur rückläufig in Wassermann. Das heißt, bis Anfang März hast du die Chance, neue finanzielle Angelegenheiten zu erarbeiten und zu regeln. Und du wirst diese in Ordnung bringen. Mein lieber Steinbock, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Januar 2021. Falls du eine individuelle Prognose in dieser Zeit, welche chaotisch sein kann, brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück. Und wir hören uns im kommenden Videos.